Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen, aber dennoch wichtigen Tutorial zu Ghost Recon Breakpoint. Wenn ihr, so wie ich, größtenteils oder auch komplett ohne HUD spielt, habt ihr auch das Problem, dass ihr nicht seht, welche Feuerrate eures Gewehrs gerade ausgewählt ist oder ob ihr gerade mit dem Granatwerfer schießt oder nicht. Dabei ist es recht einfach herauszufinden, beim Wechsel selbst schon, welcher Modus gerade aktiv ist. Ich wechsle jetzt zweimal den Feuermodus. Dieses Gewehr, die M4A1, hat als Feuermodus Einzelschuss und Dauerfeuer. Dauerfeuer ist der Standard. Ich wechsle jetzt zweimal. Hört genau hin. Habt ihr es gehört? Einmal Klick und einmal ein langgezogenes Klick. Vielleicht hört man es so noch besser. So, jetzt hört man es besser. Ja, so ein Krrk. Ja, so ein Krrk ist dieses langgezogene Klicken. Ich werde es jetzt nicht nochmal versuchen nachzumachen, vergeblich. Aber das langgezogene Klicken bedeutet immer Autofeuer. Beziehungsweise der Standardfeuermodus der Waffe. Wenn die Waffe kein Autofeuer hat, dann ist natürlich kein Autofeuer. Ja? Wir wechseln hier jetzt nochmal. Ein kleines Klick heißt Einzelschuss. Zack. Langgezogenes Klicken. Autofeuer. Das gleiche Prinzip gilt auch für den Unterlaufgranatwerfer. Gleiche Geräusche. Klick. Granatwerfer. Langgezogenes Klicken. Schießen. Deshalb könnt ihr auch... Ihr könnt so viel durchwechseln, wie ihr wollt. Ihr werdet immer wissen, in welchem Modus ihr jetzt gerade gewechselt habt zuletzt. Hier haben wir jetzt nochmal Autofeuer. Granatwerfer. Gut, ich hoffe, ich konnte euch damit ein klein wenig helfen. Zum Abschluss noch ein kleines Bataillon. Freifliegende Rotorblätter. Und ja, dann, wie gesagt, ich hoffe, dass ich euch etwas helfen konnte. Und ja, bis zum nächsten Video, meine Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.